So, herzlich willkommen zu unserer Espresso-Runde mit Dirk Arendt. Unser heutiger Gast ist Harald Joos, CIO der Bundesfinanzverwaltung. Guten Morgen, Harald. Und mit dabei ist natürlich Dirk Arendt, Leiter des Public Sectors bei Trend Micro. Guten Morgen, Dirk. Guten Morgen. Unser heutiges Thema ist die Cloud in der Verwaltung. Und das haben wir mit dem Titel umschrieben: Wer singen will, findet immer ein Lied. Welche Melodie spielt die Cloud in der Verwaltung? Jetzt haben die beiden im Vorfeld unabhängig voneinander versprochen, nicht zu singen, was wahrscheinlich okay ist, wenn sie schon von sich aus so ankündigen. Aber vielleicht findet ihr ja in der heutigen Diskussionsrunde ein Lied, das gut beschreibt, wie die Cloud in der Verwaltung so ist. Und damit übergebe ich an euch. Vielen Dank. Harald, zum Warmwerden. Erstmal vielen Dank, dass du mit dabei bist. Und zum Warmwerden morgens bei dir Tee, Kaffee oder wirklich Espresso? Alles durcheinander. Also früh morgens habe ich den Job, die Kaffeemaschine anzustellen. Dass, wenn meine Frau aufwacht, der Kaffee da ist. Das heißt, ich starte früh morgens immer mit einer Tasse Kaffee. Sehr schön. So, zum Warmwerden noch, Digitalministerium, ja oder nein? Sowohl als auch. Das ist eine juristische Antwort. Okay. Also ein bisschen mal zur Vorgeschichte. Wir hatten ein Vorbereitungsgespräch, ein kurzes, aber Karin hatte schon gleich Angst bekommen. Das wird ein Podcast oder ein Webinar in Berliner Mundart. Jetzt habe ich meiner Mutter versprochen, dass ich das nicht machen werde, aber ich könnte es. Das ist echt auch gut wunderbar. So. Genau. Und ganz ehrlich, man macht es eigentlich viel zu selten, wenn die bayerischen Kollegen hatten ein bisschen Angst, dass sie da nichts mehr verstehen. Aber wie gesagt, ich habe meiner Mama versprochen, dass ich versuche, Hochdeutsch zu reden. Und von daher versuche ich das auch beizubehalten. Ich weiß, dass du das Berlinerische auch ab und an pflegst und das auch ein sehr lockerer Umgang dann ist. Aber vielleicht mal ganz kurz so ein bisschen zu deinem Werdegang. 1. Februar kam der Ruf ans BMF mit dem tollen Titel Abteilungsleiter, CIO und IT-Beauftragter des Bundesministeriums der Finanzen. Der Tagesspiegel hat damals getitelt, wie die Bundesverwaltung endlich fit werden will. Mal ganz ehrlich, eine große Ehre oder doch ein Schleudersitz? Eine große Ehre, ganz eindeutig. Nette Geschichte zum Tagesspiegel noch, ja, an der Stelle. Ich hatte mit dem Matthias Punz mal wieder ein Interview geführt, und zwar im digitalen Tagesspiegel. Dann haben sie gefragt, ob sie ein paar Zitate oder so auch in der Printausgabe nutzen können. Da habe ich gesagt, kein Problem. So, Dienstagmorgen, mein 2. Tag im BMF. Tagesspiegel habe ich abonniert zu Hause. Ich hole den aus dem Briefkasten auf, schlage die Zeitung auf und sehe mich auf einer ganzen Seite und sage, oh Scheiße. So war das eigentlich nicht geplant. Das Erste, was ich an dem Tag gemacht habe, war, habe mir meinen Rollkragenpullover ausgezogen, mit dem ich zur Arbeit gehen wollte, damit ich nicht genauso aussehe wie auf dem Bild im Tagesspiegel. Ganz nette Geschichte zum Rollkragenpullover noch. Ist es der gleiche wie jetzt? Du wirst lachen, ich habe mehrere und die werden ab und zu ausgetauscht. Okay. Ich habe keinen Glücksrollkragenpullover. Ja, also den brauchst du im BMF aber hier heute nicht, definitiv nicht. Sag mal vielleicht so ein paar Sachen zu deinem Werdegang. Berliner und dann bis zum BMF, was war dazwischen alles so? Genau, also erstmal kein Berliner. Oh. Ja, aber mit 4 Jahren zwangsweise nach Berlin gezogen, ohne mich zu fragen. Das heißt also, ich lebe hier schon so lange in Berlin, dass man mich eigentlich von einem echten Berliner kaum unterscheiden kann. Rucksack-Berliner sagt man, glaube ich, oder so. Ja, na, geboren bin ich am Bodensee. Oh. Ja, allerdings hört man das nicht mehr raus, definitiv nicht mehr. Ja. Mein Werdegang, ich habe ganz normal in der Verwaltung angefangen. Und bin dann relativ früh, vor über 30 Jahren, eben in die IT reingegangen, wurde zum Programmierer ausgebildet, zum DV-Organisator, habe dann immer größere Projekte geleitet, war bei allen möglichen Projekten mit dabei. Später habe ich unternehmenskritische Projekte abbekommen, bin zertifizierter IT-Service-Manager, habe ein paar Jahre in der Organisationsberatung, in der internen gearbeitet, bin auch ausgebildeter Organisationsberater. Dann habe ich mich zum systemischen Coach ausbilden lassen, weil eben letzten Endes die ganzen Veränderungen sind eigentlich viel, viel wichtiger in den ganzen Projekten. Und in den letzten 10 Jahren war ich dann der Verantwortliche für die IT der Deutschen Rentenversicherung Bund, der ehemaligen Bundesversicherungsanstalt für Angestellte.
und zuletzt eben auch als CIO da. Und dann haben die jemanden beim BMF gesucht, habe ich mich den Assessment gestellt und bin dann am Ende übrig geblieben und habe es bisher keinen einzigen Tag bereut. Das klingt schön. Wenn man das so ein bisschen aber verfolgt, du hast wirklich viele Projekte in der öffentlichen Verwaltung gemacht. Dazu bist du bekennender Hertha-Fan. Also du bist echt leidensfähig. Wo holst du die Motivation hier für die Arbeit und dann für das Private auch? Also letzten Endes ist es Ansporn, immer mit anderen etwas zu verändern. Also wirklich etwas zu verändern. Nicht nur irgendwelche Konzepte zu erstellen, sondern eben zu zeigen, man hat was umgesetzt, die Organisation hat es aufgenommen und man hat es geschafft, die Organisation gemeinsam mit allen anderen in eine andere Richtung zu bringen. Und das ist eben Motivation, eben Veränderung, sich auf Neues einstellen, ja, und diese Veränderung mit herbeiführen und zu begleiten. Und ja, und letzten Endes, eben wenn man eine Aufgabe hat, muss man die eben erfüllen. Und mein Ziel ist es eben, diese Aufgaben zu erfüllen. Ist nicht immer so einfach und bin ich ab und zu schon an meine absoluten Grenzen auch gekommen. Beruflich oder privat mit Hertha? Na, Hertha, da habe ich ja über 15 Jahre eine Dauerkarte gehabt. Na, bin kurz vor Corona ausgestiegen, aber aus einem anderen Grund war nicht Corona. Und das Einzige, was die Spiele in der zweiten Liga waren viel spannender als in der ersten Liga. Die haben bloß blöde Anstoßzeiten immer gehabt. Die waren nicht so familienfreundlich. Ja, deswegen, aber auf Dauer war das echt nicht schön, immer rauf und runter. Und hat echt wehgetan. Rauf und runter ist ein schönes Stichwort. Im BMF, in dem alten Reichsluftwaffenministerium, gibt es noch einen Paternoster, oder? Ja, klar, haben wir auch in der deutschen Rentenversicherung. Also insofern keine große Umstellung, wer Paternoster fahren möchte. Deutsche Rentenversicherung, Färbeliner Platz gibt es ein und im Detlef-Rohweder-Haus das riesengroße Bürogebäude, da haben wir auch noch mehrere. Ich glaube, es ist eines der größten Verwaltungsgebäude Deutschlands oder so. Ja, und war für mich sehr spannend. Wir saßen als IT-Abteilung leider nicht zusammen. Das heißt, war kaum möglich, jemanden zu besuchen, war eh keiner da in Corona-Zeiten. Aber unabhängig davon, 15 Minuten musst du mal einplanen, wenn du zu jemand ins Büro gehen möchtest. Und mal spontan irgendwo hingehen, war da kaum möglich, weil die Türen sind verschlossen. Und jedenfalls kommst du leicht auf deine 10.000 Schritte pro Tag. Und der Staat hätte sich ja fast verschoben. Ich meine, du bist digital sehr affin, du bist E-Rollerfahrer. Und dann gab es noch ein kleines Unglück am Start der neuen Arbeitsstelle, oder? Ja, nach ein paar Monaten habe ich E-Rollerfahrer, so eine elektrische Vespa sozusagen, also ein bisschen größer. Da habe ich mir den ersten Bruch meines Lebens beim Verkehrsunfall zugezogen. Ja, also E-Rollerfahren in Berlin. Also ich bin 15 Jahre mit dem Fahrrad gefahren, ganzjährig, überhaupt kein Problem. Kriegst ab und zu mal eine Tür vor die Nase. Wenn du vorsichtig fährst, kommt man damit klar. Also nie irgendwas passiert. E-Roller fahren, ein Jahr im Berufsverkehr, kann ich in Berlin wirklich kein empfehlen, weil die sind zu leise, man wird nicht gesehen. Ich weiß bis heute nicht, wo der Kastenwagen vor mir herkam, wo ich den Auffahrunfall vermeiden konnte, mich dann aber wohl mit dem rechten Fuß abstützen wollte und mir das erste Mal in meinem Leben, was ich gebrochen habe, rechte Sprunggelenk. War aber sehr gut. Weil meine Frau sagte zu mir, wer weiß, wofür es gut ist, musst du mal ein bisschen langsamer machen. Ja. Und ist auch alles jetzt wieder auf gutem Wege, gut verheilt? Na, ich laufe ja sehr gerne. Das heißt, also ich kann wieder 20 Kilometer am Stück joggen, habe aber drei Schrauben im Fuß drin und eine Metallplatte, die muss ich mir noch rausnehmen lassen. Toi, toi, toi. Und gute Besserung weiterhin. Danke dir. Jetzt mal so ein bisschen das ganze Thema BMF, IT-Konsolidierung. Da sind wirklich viele, viele Gelder ausgegeben worden, nicht nur für die IT-Konsolidierung, sondern auch für externe Berater. Was war das, was du dann auf dieser neuen Position, Schleudersitz ja oder nein, aber was ist das, was du anders gemacht hast? Es gibt ja auch immer wieder so diese Problematik, BMF, BMI, nicht immer, also eigentlich schon fast traditionell unterschiedliche Richtungen. Was hast du anders gemacht und was waren so die ersten Schritte? Die ersten Schritte war, Vertrauen zu allen aufzubauen. Das heißt also, wir arbeiten nicht gegen das BMI, wir arbeiten nicht gegen andere Ministerien, wir arbeiten nicht gegen die Länder, sondern wir arbeiten alle gemeinsam an der Digitalisierung. Also habe ich probiert, offen und transparent eben, also Transparenz zu schaffen, ja, also dass alle eben wissen, woran wir arbeiten, nichts hinterm Berg zu halten, habe persönliche Kontakte zu allen aufgebaut, habe mich um wöchentliche Showfixes mit Pia Kager und Andreas Köhnen bemüht. Mit Markus Richter habe ich einen guten Kontakt und Markus sagte mir letztens noch,
Ja, zum Anfang haben die sich im BMI alle gewundert, was macht der da? Ja, warum ist der so transparent? Was ist die Strategie vom BMF? Wie wollen die uns eigentlich, also was ist eigentlich der Plan von denen? Kann doch nicht sein, dass die plötzlich so mit uns zusammenarbeiten. Doch, der Plan ist einfach so zusammenzuarbeiten, sich zu helfen. Und absolut Gold wert ist, wir haben ein extrem gutes Arbeitsverhältnis zum BSI. Und das hilft uns im Augenblick, haben wir in diesem Jahr auch aufgebaut. Und das hilft uns an allen Ecken und Enden. Und man schreibt sich keine Briefe. Ja, man löst Probleme und man schreibt sich keine Briefe. Ja, und da müssen wir einfach mehr hin. Die Leute, die eben entscheiden können, hierarchieübergreifend zusammenbringen, die Entscheidung dann herbeiführen, Missverständnisse aufklären. Und dann kann man auch viel schneller werden, auch in den Strukturen, die wir heute haben. Also deswegen auf einmal zugehen. Das war das Wichtigste, was ich machen musste und wollte. Und es kommt anscheinend ganz gut an. Ja, ich bin sehr zufrieden, dass es also wie es funktioniert hat. Und das hat sich natürlich auch in der Zusammenarbeit mit den Ländern fortgesetzt. Transparenz, 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 ja, authentisch sein und die Dinge, die man eben erzählt, auch vorleben. Das ist mir unheimlich wichtig. Also bei mir in der Abteilung im BMF habe ich das Arbeits-Du eingeführt. Jetzt nicht für die ganze Abteilung, sondern nur ich duze alle und mich können alle duzen. Und jetzt ist so ein Prozess, wie du siehst, wie das so langsam nach unten durchsickert. Ja, da kennen sich die Leute 30 Jahre, sehen sich jeden Tag und sitzen sich. Also völlig verrückt, was wir in der öffentlichen Verwaltung machen. Und man kommt nur zum besseren Miteinander, wenn man eben auch, so wie wir es machen, sich persönlich ein bisschen öffnet. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und du hast ja eben schon so Change Management in deiner Ausbildung auch angesprochen. Ist es etwas, was vielleicht in den letzten Jahren auch vernachlässigt wurde bei großen IT-Projekten? Also definitiv. Ja, wir haben, also letzten Endes, es reicht eben nicht, ein Produkt abzuliefern, weil der Rollout ist das Spannende und das Kritische hinterher. Wir kommen auch nicht mehr mit dem V-Modell klar, dass eben so ein Lastenheft, die Anforderungen definiert werden. Wir müssen in ein agiles Arbeiten kommen, wo wir eben uns viel früher miteinander vernetzen. Ja, alle Beteiligten und Change Management hat da eine enorme Bedeutung. Und letzten Endes dürfen wir nicht die Bürger und Bürgerinnen und die Mitarbeitenden in der Verwaltung vergessen, die mit diesen Lösungen arbeiten müssen, weil die sind nicht immer so super zufrieden mit dem, was wir abliefern. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also gerade so dieses Thema Widerstand und Reibung und wie man dann Konflikte auch auflösen kann. Kommen wir mal zu dem Thema IT-Konsolidierung. Natürlich weiß mittlerweile ganz Deutschland, die Interessierten, dass du strategisch an Cloud-Themen arbeitest. Etwas, was vielleicht vor Corona noch undenkbar gewesen wäre. Wie hast du so ein Thema in der Bundesverwaltung verankert? Was waren da so die ersten Schritte, die ersten Ideen? Wie bist du auf die Menschen zugegangen? Wie hast du so eine Idee nach außen auch getragen? In meinem alten Job bei der Deutschen Rentenversicherung war uns bereits 2016 klar, wir kommen um die Cloud nicht drum rum, weil der technologische Fortschritt wird in der Cloud stattfinden und insofern wird es bestimmte Dienste nur noch aus der Cloud geben. Also haben wir uns damals mit dem Thema schon intensiv beschäftigt und hatten immer ein Interesse daran, eben auch die Dienste der Hyperscaler zu nutzen. Ja, auch zu nutzen, nicht nur, nicht komplett abhängig zu machen davon, aber einfach, um schneller voranzukommen, weil wir sind zu langsam mit den Lösungen, die wir anbieten können. Und insofern hat mich an meinem Job unheimlich die Aufgabe gereizt, eben das Thema Proof of Concept mit der Microsoft Cloud eben hier aufzunehmen und dann eben auch voranzubringen. Weil das kann man eben in der Rentenversicherung nicht lösen. Das kann nur einmal für die ganze Bundesrepublik gelöst werden, und zwar für Bund, Länder und Kommunen zusammen. Anders funktioniert es nicht. Also habe ich mich am ersten Tag mit dem Thema Microsoft Cloud beschäftigt und dann sofort erkannt, das Problem ist nicht, dass wir mit Microsoft zusammen eben eine Cloud, also in eine Cloud-Zusammenarbeit gehen, ja, sondern die Herausforderung ist, wie bauen wir eigentlich so eine Open-Source-Cloud in Deutschland auf? Ja, und das muss man parallel machen. Warte mal ganz kurz, da muss ich einmal eingrätschen. Jetzt hast du Microsoft Cloud gesagt. Wir unterscheiden ja mal zwischen so On-Premise-Cloud und einer richtigen Cloud. Jetzt habe ich natürlich die Aufgabe, dich zu fragen, was ist eigentlich eine Cloud? Guck mal, ich habe mir extra dieses schöne Herz noch aus unserer Marketingabteilung mitgebracht. Kannst du mal ganz kurz erklären für alle Außenstehenden, was so eine Cloud eigentlich bedeutet? Also Cloud ist für mich ein hochautomatisiertes Rechenzentrum, wo man
Dienste, insbesondere Software as a Service, zum, also eben beziehen kann, wo man nur noch eben Subscriptions hat. Ja, man hat eben nicht mehr die ganze Software on-premise. Hoch verfügbar, hoch automatisiert und mit innovativen Lösungen. So, und das kann man in jedem Rechenzentrumsbetrieb aufbauen. Und die Hyperscaler haben das natürlich mit einer unheimlichen Perfektion aufgebaut. Na, daneben gibt es ja zum Beispiel die Bundescloud, wo man diese ganzen technologischen Konzepte eben aufgreift und den eigenen Rechenzentrumsbetrieb für seine Kunden auch probiert, auf eine also Cloud-Technologie umzustellen. Aber Cloud lohnt sich erst richtig dann, wenn die so groß ist, ja, dass man auch ganz schnell skalieren kann. Ja, und also, und deswegen würde ich unterscheiden zwischen Clouds, die man in jedem beliebigen Rechenzentrum aufbauen kann, und wirklich richtig großen, leistungsfähigen Clouds. Ja, jetzt hast du eben diesen Begriff On-Premise genannt. Der Vorteil bei On-Premise, also wenn man die Daten selber im Rechenzentrum innehat, wenn man die hostet, wenn man selber Herr dieser Daten ist, ist natürlich eine bessere Kontrolle über die Daten und über den notwendigen Datenschutz. Das ist natürlich immer ein Reibungsthema, gerade auch in der öffentlichen Verwaltung. Digitale Souveränität ist so ein Punkt. Gestern habe ich nochmal so ein Statement von Herrn Kelber als Bundesdatenschutzbeauftragten gefunden, der gesagt hat, dass dieses PR-Gewäsch der großen Plattformen unsäglich ist. Es geht nicht darum, ob man bei den Services personalisierte Anzeigen ausspielt, sondern dass die alle Service-Daten über die Nutzer sammeln. Wie kriegt man so ein Statement in so eine Aktion, die du vorhast, da rein? Du hast Microsoft jetzt einmal genannt, du hast eine Public Cloud vor Augen. Wie kriegt man sowas zusammen? Letzten Endes muss man auch in einen intensiven Kontakt mit dem BFDI kommen. Der muss aktiver noch einbezogen werden in das ganze Geschehen. Wir haben Kolleginnen vom BFDI in unserem Projekt mit drin. Okay. Und probieren, diese Transparenz herzustellen. Letzten Endes ist es ja so, dass man nach außen in der Öffentlichkeit immer pointiert irgendwelche Statements setzen muss. Ja, und die Daten, also dass eben große Plattformen unendlich viele Daten von uns sammeln, finde ich nicht gut. Bin ich völlig konform mit Herrn Kelber. Deswegen ist ja die Idee, dass wir eben eine eigene Plattform aufbauen, dass nicht eben alle unkontrolliert in Public Clouds reingehen, wo eben Daten ohne Ende gesammelt werden. Sind wir völlig konform mit Herrn Kelber. Ja, das ist das, was ich immer als nationalen Hyperscaler bezeichne. Wir müssen so eine große Plattform auch in Deutschland aufbauen, weil nur die großen Plattformen werden letzten Endes konkurrenzfähig sein. Ja, und das Zweite ist, was wir mit Microsoft versuchen. Ja, also da, vielleicht stelle ich mal was klar zu Microsoft. Da sind einfach zu viele Fehlinformationen im Umlauf. Ja, also Harald, ich glaube, ganz kurz, ich glaube, dass ganz viele Menschen jetzt hier sitzen am Bildschirm, die und mir zuhören, also eher dir als mir, und jetzt darauf warten, wann geht dieser POC los? Der POC ist schon angelaufen. Nein. Ja, aber was ist denn der POC überhaupt? Ja, jetzt kannst du mit den Fehlinformationen kommen. Ja, also letzten Endes wird in der Öffentlichkeit verbreitet, der Bund gibt 500 Millionen Euro aus, um mit der Firma Microsoft eine Bundescloud zu bauen. Erste Information, wir investieren keinen Cent in den Aufbau einer Plattform. Ja, also dem POC, den wir machen, wir haben eine Anforderung, dass wir dafür eine Umgebung brauchen für 5000 User. Darauf haben wir uns beschränkt und wir erwarten, dass uns diese Plattform zur Verfügung gestellt wird, damit wir da testen können. Wie groß die Plattform ist, wie die aufgebaut wird, wer die aufbaut, muss man sehen. Wir werden sie nicht aufbauen. Ja, sondern da wird eben die Firma Microsoft irgendeine Lösung finden. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt keine Abnahmeverpflichtung. Wir haben sind keinerlei Verpflichtungen eingegangen. Wir nehmen jetzt zukünftig so und so viele Services von der Firma Microsoft ab. Was wir haben viele Interessensbekundungen, ja, dass eben die Länder, die Ministerien ergänzend auch die Services von den großen Hyperscalern nutzen wollen, weil es eben noch nicht genug vergleichbare andere Lösungen gibt. Ja. So, und was wir jetzt machen ist in unserem POC, wir haben das BSI in unser Projekt mit reingeholt und wir probieren jetzt die Cloud, die Microsoft plant, speziell für Deutschland aufzubauen, ja, die also dann einer deutschen Firma auch gehört, um ein paar Probleme des Cloud Acts eben auch lösen zu können.
dass die bestmöglich abgesichert wird. Das heißt, wir bringen deutsche Sicherheitsprodukte rein. Ja, und die Firma Microsoft macht damit, wir gucken uns die Telemetriedaten an, dass die eben wirklich nur über unsere Kanäle laufen, dass wir wissen, was an Telemetriedaten rausgeht, dass so wenig Telemetriedaten wie möglich rausgehen. Selbstverständlich muss man wissen, wie viele Menschen nutzen die Services, ne? Aber da dürfen keine anderen Informationen raufgehen. Und das probieren wir jetzt eben in unserem POC nachzuweisen, ob sowas geht. Wir sind zuversichtlich, dass wir da was hinbekommen, ja, und wir werden ungefähr 2 Jahre dafür brauchen, um am Ende zu wissen, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Das heißt also, in den nächsten 2 Jahren wird es nach meiner Einschätzung noch kein nationales Angebot der Firma Microsoft geben können. Ja, aber glaubst du, danach wäre es möglich. Danke erstmal. Glaubst du, dass die Sachen, die ihr jetzt da für euch rausfindet, dass die auch vielleicht andere nutzen können? Also sprich, momentan ist es ja so, dass Wirtschaft und Verwaltung bei Cloud-Nutzung von Hyperscalern sehr weit auseinander sind. Wirtschaft hat da wirklich viele Projekte schon am Start. Glaubst du, dass man das wieder irgendwie zusammenbekommen kann? Ich glaube ja. Wenn wir, wir haben da intern auch schon drüber gesprochen, was ist mit kritischen Infrastrukturen, die heute eben auf einer Public Cloud Plattform sind. Ja, würden die vielleicht eben auf eine souveräne Plattform, also souverän in Anführung, eine nationale Microsoft-Plattform rübergehen, die eben besser abgesichert ist, wo wirklich sicher ist, dass die Daten in Deutschland bleiben und, wo die Kryptografie out of the box eben da gleich mit an Bord ist, wo wir eben dafür sorgen, dass es eben eine sichere Kryptografie ist, dass das auch laufend überprüft wird und. Ich glaube, da ist ein Markt da, das sieht Microsoft auch und deswegen vermute ich, dass die irgendwann ins Risiko gehen werden und sagen, okay, wir stellen so eine Plattform in Deutschland hin. Wir gucken mal, dass wir das gemeinsam mit der Verwaltung eben hinbekommen, dass wir die so sicher wie möglich machen, weil es für Microsoft ein Gütesiegel. Und damit haben wir einen unheimlichen Hebel, unsere Anforderungen da reinzubringen. Wir werden nicht die Cloud umbauen können. Ja, aber wir können uns an vielen entscheidenden Ecken und Enden mit draufsetzen und die Bereitschaft ist da. Wir sind so eine werbeneutrale Plattform, in den Anfängen zumindest am Anfang jetzt. Jetzt hast du 15 Mal Microsoft gesagt. Sag einfach nur mal für die anderen Zuschauer, was gibt es noch für Hyperscaler? Naja, also wichtig ist, wir machen den POC nur mit Microsoft. Hast du schon wieder Microsoft gesagt? Ja, und zwar, es gibt keine roten Linien, die man abhaken kann. Google ist natürlich, wir sind froh, dass Google auch ein Angebot gemacht hat. Hat ja aber nicht Google gemacht, sondern die Telekom hat ein Angebot gemacht. Ja, ich weiß allerdings nicht, wie die zu der Aussage kommen, sie halten die roten Linien ein, weil es gibt eben keine roten Linien, die man einfach so abhaken kann, sondern man muss echt dann in den Cloud-Betrieb rein, man muss eben gucken, wie kann man den absichern und das ist ein langwieriges Geschäft. Ja, und dann sind natürlich die Amazon-Leute, ja, die sind natürlich auch noch ein Player, der mit dabei ist. Also im Prinzip kannst du sagen, die 4 großen Hyperscaler, die einzelnen, die wir im Augenblick noch nicht so sehen, also mit einer aktiven Nutzung perspektivisch wäre Alibaba. Ja, aber technologisch sind die Chinesen natürlich unheimlich weit vorne, also China. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir auch wissen, was machen die. Also wichtig für uns ist, dass wir in alle großen Clouds reingucken können, damit wir die Cloud, die wir eigentlich national aufbauen wollen, ergänzend bestmöglich absichern können, Dirk. Das ist der Plan. Sehr schön, danke erstmal. Du hast ganz oft jetzt diese nationale Cloud genannt. Jetzt ist zum einen so der zeitliche Vorsprung, den die Hyperscaler haben, immens. Die bleiben ja auch nicht stehen in der Entwicklung, die entwickeln tagtäglich weiter. Und das andere ist natürlich das Finanzielle. Jetzt weiß ich, du sitzt in einem alten Bankgebäude. Habt ihr da im Keller irgendwie eine Geldader, eine Goldader gefunden oder einen Tresor? Oder wie ist das der Etat dafür aufgebaut? Wo kommt das Geld her? Darüber darf ich nicht sprechen. Doch, nein. Also letzten Endes wird das eine politische Entscheidung sein. Ob man, also wir haben heute, ich nenne mal einfach eine fiktive Zahl, 40 große IT-Dienstleister in Deutschland in der öffentlichen Verwaltung. So, wir haben 40 mal 24 mal 7, 40 mal die entsprechenden Rechenzentrumshüllen, 40 mal Informationssicherheit, was alles identisch gemacht wird. Die Frage ist, also was redundant gemacht wird, identisch nicht. Ja, die Frage ist, kann man das nicht ein bisschen mehr konsolidieren, den Betrieb? Nicht die Softwareentwicklung, die Lösung, Application Management, aber den Betrieb, kann man den nicht irgendwie ein bisschen mehr konsolidieren? Ja, und wenn wir das nicht machen,
dann werden eben die Angebote der Hyperscaler zur Absicherung von großen Webseiten bei DDoS-Angriffen oder so, dann wird man eben immer wieder in der Verwaltung, ob wir es wollen oder nicht, eben hilfsweise auf diese Angebote zurückgreifen. Und ich bin der Meinung, Dirk, das kriegen wir auch alleine in Deutschland hin. Also bestimmte Dinge schaffen wir auch alleine. Wir werden nicht die innovativsten technologischen Lösungen wie die Hyperscaler haben. Dazu geben die einfach viel zu viel Geld aus. Das haben wir nicht. Aber ich glaube, wir können so viel Fuß fassen, dass die Daten mehr in Deutschland bleiben, dass wir Portale haben, über die man an die Daten rankommt und dass die Hyperscaler weniger Daten von uns bekommen. Das muss das Ziel sein. Und mehr Arbeitsplätze in Deutschland schaffen, ja, Mittelstand mehr mit reinbringen. Das sind Ziele, die wir verfolgen. Jetzt ist es natürlich so, dass viele Ressorts, BBI, Bundeswehr, andere Ressorts auch Cloud-Projekte haben. Ich glaube, es müsste die erste Anstrengung sein, diese ganzen Cloud-Projekte dann auch zusammenzubekommen. Ist eine Aufgabe, eine Aufgabe der neuen Bundesregierung, diese Sachen zusammenzuführen. Lass mich mal kurz noch die Verbindung zur Betriebskonsolidierung bunt machen. Ja, die Leute im BMF, die haben das echt sehr, sehr gut aufgestellt, das Projekt. Was wir jetzt als nächstes machen müssen, wir müssen jetzt eben eine Strategie entwickeln, wie gehen wir mit den ganzen Cloud-Angeboten um. Und zwar Cloud-Angeboten, eben gibt es ein nationales Angebot in Deutschland, was man eben nutzen kann. Wie sind die Cloud-Angebote der Hyperscaler, die Kunden nutzen wollen? Und das wird Auswirkungen auf die Betriebskonsolidierung haben. Weil in diesem Jahrzehnt, glaube ich, werden mehr oder weniger alle in die Cloud konsolidieren. Und da müssen wir gucken, dass wir leistungsfähige Strukturen in Deutschland haben. Und da unser Ziel ist es, dass es da eben was Nationales gibt, neben den großen Plattformen der Hyperscaler. Das ist unser erklärtes Ziel. Ich hätte jetzt noch ganz, ganz viele Fragen, Harald. Die Zeit neigt sich schon fast dem Ende. Hier draußen nimmt der Sturm zu. Ich glaube, dass das Thema, was du da in der Hand hast, ein Riesenthema ist. Und ich kann nur hoffen, dass der Wind bei dir in Berlin-Mitte da noch ein bisschen weniger stark ist als hier. Kommen wir nochmal zu dem Thema Koalitionsvereinbarung, die jetzt anfangen. Digitalministerium. Habt ihr dieses Thema der Cloud, dieses Projektes, was du da vorantreibst, habt ihr das im Koalitionsvertrag irgendwie verankern können bisher in den Entwürfen? Oder seid ihr da in Gesprächen? Nein. Das ist also die Verhandlungen des Koalitionsvertrages, da sind wir nicht eingebunden hier auf der Arbeitsebene. Ja, aber was schreibt nicht jeder so ein bisschen so seine Stichpunkte und gibt sie dann weiter an die? Na, deswegen unterhalte ich mich ja gerade mit dir. Also im Prinzip ist das Cloud-Thema unheimlich wichtig. Wir probieren eben ein allgemeines Verständnis dafür zu erzielen. Ja, wir haben auch eine Präsentation dazu, ist dann irre langweilig. Also man müsste eigentlich einen halben Tag über dieses Thema reden. Hier im Chat habe ich gesehen, Sammeln von Daten, andere Geschäftsmodelle, richtig. Die Geschäftsmodelle werden sich ändern. Ja. Da sind aber alle dran. Denn Europa-Thema, ja, man muss es europaweit denken. Deswegen sagen wir, so ein nationaler Hyperscaler im Gaia-X-Verbund, wenn wir aber nicht irgendeinen so Knotenpunkt für Deutschland schaffen, der sichtbar ist, wird das mit Gaia-X nichts werden. Wichtig ist auch noch, Bund, Länder und Kommunen müssen Ankerkunde sein. Wir brauchen Open-Source-Produkte, die dann von allen genutzt werden, auf einer Plattform und nicht 40 Mal betrieben werden. Ich mache jetzt mal kurz nochmal den Schweinsgalopp. Das ist unheimlich wichtig und dann schafft man es eben. Ja, der Föderalismus in Deutschland ist gut und der hindert nicht bei der Digitalisierung. Es gibt Möglichkeiten, zusammenzuarbeiten und voranzukommen. Harald, vielen, vielen Dank. Ich kann dir nur wünschen, dass der Sturm da in Berlin-Mitte ein bisschen nachlässt. Vor allen Dingen wünsche ich mir, dass, wenn ein Digitalministerium kommt, dass du weiter an dem Projekt arbeiten kannst, wo auch immer, und drück dir ganz fest die Daumen und ganz viele Kleeblätter für den erfolgreichen Start irgendwann. Von daher. Ja, machen wir noch einmal die Werbeveranstaltung. Ne? Wir haben ja so oft Microsoft genannt. Ne? Da haben wir hier auch noch eine nette Tasse. Ne? Vielen, vielen Dank. Dir weiterhin viel Erfolg und viel Spaß beim Joggen und ein bisschen mehr Glück mit der Hertha. Mach's gut. Vielen Dank. Uns beiden. Danke dir, Dirk. Tschüss. Ciao. Und sind wir durch?